Fünfmal am Tag frisches Obst und Gemüse essen. Doch wer macht das schon? Stattdessen greifen wir schnell zu Vitaminpillen und Mineralstofftabletten. Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 3000 solcher Nahrungsergänzungsmittel neu auf den Markt. Ein Geschäft, das boomt. Wir finden Nahrungsergänzungsmittel in jedem Supermarkt, in den Drogerien, in den Apotheken, im Direktvertrieb. Also es wird in der Werbung überall und es wird schon suggeriert, dass es irgendwo dazugehört zum gesunden Leben, dass es wahrscheinlich ohne diese Mittel gar nicht mehr ginge. Auch in Reformhäusern gehören Nahrungsergänzungsmittel zum Standardsortiment. Allein in dieser Erfurter Filiale stehen 400 Präparate im Regal. Trotzdem warnt Inhaber Steffen Fischer vor einer Art Wunderglauben, der sich in Sachen Nahrungsergänzungsmittel längst ausgebreitet habe. Diese Propheten, die sagen, nimm nur reichlich von allem und dir kann nichts passieren, sind auch nicht auf dem richtigen Dampfer. Es gibt Übervitaminisierung im Vitamin-D-Bereich, im Vitamin-A-Bereich auch, wo man also auch sehr genau fragen muss, wie ernährt sich derjenige eigentlich schon? Wie viel braucht er vielleicht zusätzlich oder müssen wir lieber ein bisschen bremsen? Nicht alles schlucken, raten deshalb Verbraucherschützer. Lieber genau auf die Verpackung schauen und die Konzentration der Wirkstoffe hinterfragen. Die Verbraucherzentralen helfen dabei. Auch empfiehlt Petra Müller eine Rücksprache mit dem Arzt, nicht nur, wenn zusätzlich Medikamente eingenommen werden. Arzneimittel werden ja auf Wirksamkeit geprüft und dann auch zugelassen. Nahrungsergänzungsmittel eben nicht. Und wir beobachten auch, dass bestimmte Firmen ihre Mittel gar nicht mehr als Arzneimittel zulassen, sondern dass sie als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkauf bringen. Da müssen sie nur registriert werden. Es müssen keine weiteren Untersuchungen stattfinden. Und wenn man das mit einer guten Werbung verbindet, dann kann man diese Mittel trotzdem sehr gut verkaufen, ohne dass sie geprüft sind. Und das ist eben auch eine gewisse Gefahr. Wie können wir da überhaupt noch einen Überblick behalten? Zumal Nahrungsergänzungsmittel inzwischen sogar in normale Produkte eingearbeitet werden. Funktionelle Lebensmittel heißen die dann und versprechen, gesünder als andere zu sein. Zum Beispiel dieser Joghurt. Nachträglich wurde er mit Omega-3-Fettsäuren angereichert. Im Auftrag des Herstellers untersuchen Ernährungswissenschaftler der Universität Jena, ob dadurch die Blutfettwerte der Testpersonen sinken. Es schadet mir nichts. Ich fühle mich wohl. Ich habe eigentlich auch wenig Erkältungen und wenig andere Erkrankungen. Und ich habe keine Berührungsängste mit Nahrungsergänzungsmitteln. Auch für die Forscher ist diese Nachbesserung von Lebensmitteln längst kein Tabu mehr. Man müsse sich eben auf die schlechten Ernährungsgewohnheiten der Menschen einstellen, meint Projektleiter Gerhard Jaeis. Die Verbindung zwischen dem normalen Lebensmittelhandel und der Pharmazie, das verwischt irgendwie. Und wir bewegen uns da in einer, ja, ich möchte nicht sagen Grauzone, aber doch in einem Feld, wo jeder versucht, von diesem Kuchen etwas abzubekommen. Und das macht, indem er also immer bessere Lebensmittel anbietet, beziehungsweise dann schon hinüberdriftet in das Arzneimittel. Eine fast schon erschreckende Offenheit. Nicht nur die Pille anstatt Lebensmittel, sondern die Pille im Lebensmittel. Können wir diesem Trend noch Einhalt gebieten? Brauchen wir veränderte Nahrung wirklich? Warum tun wir uns mit einfacher, gesunder Kost zunehmend so schwer? Weil halt die Faulheit einfach im Vordergrund steht. Es ist halt einfacher, früh eine Tablette zu schlucken, als sich einen Apfel klein zu schneiden und den im Mund zu stecken. Weil das ist ja wieder, ich muss ein Messer aus der Schublade holen und ich muss den Apfel abwaschen und ich muss ihn klein schneiden. Und dann muss ich auch noch kauen und das ist ja alles ganz schön aufwendig. Nicht selten muss Ernährungsberaterin Sandy Hannemann mit ihren Klienten wieder ganz von vorn anfangen. Was ist das hier eigentlich? Das ist ein Staudensellerie. Der senkt den Bluthochdruck. Wenn man halt 4 Stangen am Tag isst, soll das halt den Bluthochdruck ein bisschen senken und den Cholesterinspiegel auch ein bisschen ausgleichen oder sozusagen verbessern. Alles das, was der Mensch zum Leben braucht, ist in Lebensmitteln drin. Es ist wichtig, dass die richtige Lebensmittelauswahl getroffen wird. Und dass eben auch eine gesunde Lebensweise insgesamt geführt wird. Wieder so ein einfach klingender Satz, der für uns doch schwer einzuhalten ist. Fit und gesund sein, das ist Annette Maas wichtig. Mehrmals die Woche trainiert sie im Sportstudio. Vor allem im Sommer ist das schweißtreibende Arbeit. Der Körper verliert Wasser und Mineralien.
Und wer viel schwitzt, muss auch viel trinken. Darum achtet Annette Maas immer auf ausreichend Flüssigkeit. Zum Teil auch während des Sports. Und da trinke ich bestimmt noch mal einen Liter. Also ich denke während des Trainings eine kleine Pause und dann danach noch mal ordentlich, dass ich insgesamt über den Tag verteilt, wenn ich viel Sport mache, 3 Liter getrunken habe. Wasser ist unser Lebenselixier. Der Mensch besteht nicht nur zur Hälfte aus Wasser. Wasser ist auch die Grundlage aller biologischen Vorgänge im menschlichen Organismus. Es sorgt für den Stoffwechsel und hält so den Körper funktionsfähig. Bei Flüssigkeitsmangel kommt es zur Bluteindickung. Der Körper sendet Warnsignale. Erstens mal habe ich dann stärkere Mundtrockenheit, irgendwie auch so ein bisschen Druck auf dem Kopf. Und dann denke ich, wenn es über eine längere Zeit geht, sieht man es auch an der Haut. Also es ist besser, man hat viel getrunken, da ist die Haut vom Feuchtigkeitsgehalt her halt dann auch praller und die Falten sind auch weniger. Am besten eignen sich Leitungs- oder Mineralwasser, um den Flüssigkeitsbedarf zu decken. 2 Liter sollten es schon am Tag sein, doch wie viel jeder trinken sollte, ist individuell verschieden. Das hängt von einigen Faktoren ab, vom Alter, vom Geschlecht, vom Körpergewicht, eben von den klimatischen Bedingungen. Aber man kann sagen, so als Faustregel 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Alkohol regt die Nierentätigkeit an und entzieht dadurch dem Körper weiter Flüssigkeit und Mineralstoffe. Deshalb ist Alkohol kein Durstlöscher, sondern ein Durstlocker. Diesen Durst sollte man am besten mit einem Glas Wasser stillen. Wie viel man trinken sollte, hängt auch davon ab, was man isst. Obst und Gemüse wie Tomaten, Paprika, Orange oder Melone bestehen überwiegend aus Wasser. Man nimmt eine gewisse Menge Flüssigkeit über die Nahrung auf und je mehr frische Produkte man jetzt isst oder man in seine Ernährung einbaut, desto höher ist auch der Wassergehalt. Durch Suppen kommt auch ein gewisser Wassergehalt, aber da muss man immer beachten, dass da doch auch sehr viel Natrium noch mit zugeführt wird, also Salz. Auf eiskalte Getränke im Sommer besser verzichten, denn sie regen zu verstärkter Wärmeproduktion an. Von den Menschen in heißen Regionen können wir uns darum etwas abschauen. Sie trinken immer wieder über den Tag verteilt heißen Tee. Viel auf einmal zu trinken, macht wenig Sinn. Es ist besser, regelmäßig am Tag, immer mal zwischendrin was zu trinken, damit der Wasserhaushalt sich ständig wieder regulieren kann. Wenn man auf den Durst wartet, dann ist man schon an dem ersten Punkt, wo man eine ganze Weile zu wenig getrunken hat. Übrigens, Kaffee und schwarzer Tee zählen nach neuesten Studienergebnissen auch in der Flüssigkeitsbilanz. Sie können trotz Koffein wie ein ganz normales Getränk behandelt werden. Besser natürlich gleich Früchte- oder Kräutertee trinken, der wirkt nicht harntreibend. In seltenen Fällen schadet zu viel Flüssigkeit. Bei älteren Menschen kann es zu Wassereinlagerungen und Salzmangel kommen. Auch von Hochleistungssportlern sind Überwässerungsprobleme bekannt. Man kann auch zu viel trinken, was dann auch dazu führen kann, dass zu viele Mineralien aus dem Körper rauskommen. Und dann kommt der Mineralstoff- und Elektrolythaushalt ins Ungleichgewicht. Das kann sich dann mit Kreislaufbeschwerden und auch nachlassender Leistungsfähigkeit bemerkbar machen. Konzentrieren muss man sich auch bei längeren Autofahrten. Ohne ausreichende Flüssigkeit kann es außerdem zur Thrombose kommen. Daher alle 1 bis 2 Stunden eine Trinkpause einlegen. So können Sie fit in den Sommer durchstarten.